Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Skate. Mir ist schon klar, was der Unterschied zwischen einem FS und einem BS ist, Frontslide, Backslide, aber das Problem ist einfach, und das ist das, was ich recht schlecht gemacht an Skate finde, es gibt einfach zu wenig Erklärungen, ja? Ich meine, dass ich jetzt die Bench hier auch von der anderen Seite anfahren könnte, ja, ist okay, ja, kann ja sein. Also wenn ich das Ganze jetzt einfach von der anderen Seite mache, dann schon klar soweit, dass ich auf ein FS komme. Einzige Problem ist, dass ich das halt gar nicht erstmal versucht habe. Aber was mir viel wichtiger ist, wie habe ich die Möglichkeit quasi zu switchen? Jetzt bin ich zum Beispiel richtig rum, aber normalerweise fahre ich ja genau anders. Und das, was mir gefehlt hat, war das hier. Achtung. Der Revert. Und kein Mensch hat mir in dem Spiel bisher erklärt, wie ein fucking Revert geht, ja? Also, das ist das, was ich jetzt wissen wollte. Und von dem her kann ich das jetzt auch starten. Ja? Weil ich wollte einfach nur von Regular zu Goofy wechseln. Ich bin halt ein Regular-Fahrer und wechsle dann auf Goofy. Aber wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann stehe ich halt da und hab keine Ahnung. Jetzt habt ihr es mir gesagt. Vielen Dank dafür, für die Tipps in den Kommentaren, dass man den linken Stick 360 Grad drehen muss, während man fährt. Wer kommt auf so eine Scheiße? Jetzt bin ich wieder ein Regular. Jetzt wäre es falsch. Jetzt könnte ich die Bench von der anderen Seite anfahren. Oder ich mache es eben so, dass ich einfach schlicht und einfach einen Revert mache. Dann bin ich jetzt im Switch-Modus. Und dann muss ich nur noch gescheit auf die Bank springen. Und dann ist die Sache hier erledigt. Dann ist es nämlich auch furchtbar einfach. Aber wenn man es halt nicht weiß, dann steht man halt auch mal ein bisschen blöd da, wa? So, jetzt bin ich zu spät auf die etwas zu spät auf die Bank. Machen wir mal einfach nochmal. Ja, zurück zur Challenge. Ach, hätte er uns ja schon Marker machen können. So, ich muss etwas früher. Und dann habe ich es in die falsche Richtung gezogen. War ich jetzt so erstaunt, dass ich da doch noch drauf komme. Ich dachte, ich bin ein bisschen zu früh. Wieder in die falsche Richtung und bin vor allem wieder falsch, weil er mich nach dem Session-Marker immer wieder verkehrt rum hinsetzt. Das ist aber nicht so schlimm. Na, Kacke. Dreht er mich wirklich wieder? Das macht er wirklich. Egal, ich kann hier den Revert machen, alles ist gut. Jetzt muss ich mich nur noch einmal konzentrieren. Ah, was? Warum hat das nicht gereicht? F is to tail, komm schon. Was reicht denn da nicht? Ist doch vollkommen korrekt jetzt. Na, warte mal. Das war kacke. Ich kann es auch mal versuchen, wenn ich jetzt von Regular einfach von der anderen Seite anfahre. Damit weiß ich wenigstens, ob ich das auch von der anderen Seite machen dürfte. Oh, nö, wirklich? Okay, jetzt bin ich in den Pfeifer und Salad. Ich muss ja dann wieder umdenken. Das hatte ich gerade nämlich nicht. Jetzt bin ich im Switch. Jetzt wäre es ja wieder ein BS. Ist ja Quatsch. Komm, fall mal hin. Wir müssen warten. Nochmal. Das kriege ich schon jetzt hin, ja? Ich muss jetzt nur einmal richtig auf die Bank drauf. Komm, was reicht denn da jetzt nicht? Darf doch wohl nicht wahr sein. Dann ist es tatsächlich so, dass ich da jetzt zu schnell bin vielleicht, weil ich nicht, also weil ich einfach zu lange brauche. Na also, geht doch. Ist nun wirklich nicht so schwer. Wenn man weiß, wie man wechselt. Und damit komme ich zum Beispiel jetzt ins nächste Mac. Year Best. Neue Location freigeschalten? War damit ein komplett neuer Stadtbezirk gemeint? Mann, das wird echt immer besser. Oder nur irgendwie so ein Skatepark oder so? In Gears Best? Naja, ich bin ja auch hier Best. Wollen wir doch mal schauen, wo die sind. Achso, das Foto ist direkt hier. Naja, ich lass mich trotzdem gleich dahin bringen. Genau. Oh, das sieht ja mal geil aus hier. Schöner Double Heel Flip. Droppe in die Transition und benutze die Poolwand, um über die Hip, oh nein, den Hip, von den beiden Säulen zu gappen.
Okay, what the fuck? Gäbe ja von den Säulen mal 500 Punkte. Ach so. Ne, hä? Doch, das war schon richtig. Ich muss das hier schon machen. Das ist hier schon korrekt. Okay, pass auf. Dann suche ich mir jetzt einen guten Spot. Ja, am sinnvollsten wäre es, wenn ich eigentlich da oben bin, ja, aber... Oder schaffen wir das auch einfach so? Nee. Mache... Ach, ich muss sogar ein Gap machen. Das sehe ich jetzt erst. Oh Mann, der Koffer wäre sogar fast ganz geil gewesen. Oh, ein Stiffy. Nein, das hat nicht gereicht. Ein Stiffy hätte ich schon Bock gehabt. Ja. Oh, fuck, Alter. Wenn ich einen Backflip machen würde, wie episch wäre das denn? Warte mal, warte mal. Okay, scheiß drauf. Ein Tweak. Ich hätte es so gefeiert, wenn ich jetzt hier einen Backflip machen würde. Hier ist der Session Marker. Ich möchte den aber lieber hier haben. Dann kann ich hier runterfahren. Eigentlich könnte ich die Wände noch oben setzen. Ah, da flippe ich immer raus. Das ist ja blöd. Warum? Hör auf damit. Schade, dass ich auf den Gap, also auf den Grab nicht verzichten kann. Dann lass mich mal zum Session Marker. Ich wollte eigentlich mal wissen, wie ich wohl... Alter, ein Backflip, da muss ich ja mal richtig sick sein, oder? Das kann man nicht so einfach wie ein Tony Hawk mal eben machen. Es sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich hier noch ein bisschen mehr Speed hätte. Alter, wie das aussehen würde. Ich hätte ihn fast geschafft. Ich habe richtig Bock, jetzt hier mal sowas richtig Sickes zu machen. Einfach mal einen Backflip raushauen. Also dafür bin ich zu langsam, ne? Dafür bräuchte ich richtig sicke Air. Na toll, wir prallen wirklich... Oh mein Gott. Funktioniert das? Ich wollte gerade mal wissen, ob das auch ein Frontslide... Also... Na, hallo? Das rein theoretisch auch. Achso, ich wollte gerade sagen, hier ist aber nicht mein Session Marker. Jetzt kommt sie an. Alter! Holy shit! Das hätte geklappt, ich wäre locker rübergekommen. Ich hätte es echt geschafft, Mann. Was ist denn da los jetzt gewesen? Ich habe nicht mal einen Trick gemacht. Ist mir einfach das Board weggeflogen. Na komm. Scheiße, ich schaff's. Alter, den Frontflip war übelst krass, Alter. Ja, war ja klar, dass wir da wieder hängen bleiben. Also ich sehe schon, diese Front- oder Backflips zu landen ist richtig harte Geschichte. Oh, Melon Frontflip hat geklappt. Oh, Alter. Da hat er Bock gehabt, Mann. Na komm, sieht das... Das sieht ja mal super stark aus, oder? Schön an den Säulen. Da, Mann.
Bam! Melon Frontflip auf dem Jahresbestleistung. Das ist wirklich meine Jahresbestleistung. Man könnte wirklich sagen, das war der stärkste Grab, den ich jemals gemacht habe. In meiner Zeit jetzt hier bei Skate. Leck mich am Arsch. Geil. Folge mir, der Künstler. Ach Gott, das war gerade wirklich Kunst. Das war gerade Kunst, okay, meine Freunde. Ich weiß, wir brauchen dringend neue Fotos von dir. Aber ich habe gehört, dass Gonz in der Stadt ist. Vielleicht sollten wir eine Runde mit ihm skaten. Oh, das war so geil. Jetzt bin ich voll gehypt, Alter. Tailbone. Nice. Jetzt haut er die Punkte raus, bis er elendig verreckt. Was ist denn hier? Filmchen? Kann ich mal so machen? Nee, das ist scheiße. 15 Meter Grind? Nö. 6 Grinds und so viel Spins. Was habt denn ihr geraucht? Nee, ich guck lieber mal auf die Karte. Ihr habt ja mal gesagt, ich soll mich mal um dieses Treasure-Ding kümmern. Das gibt's nämlich auch noch. Moment. Das wäre dann das hier, ne? Halt. Dieses Foto hier, das ist das Treasure-Foto, ne? Fahre die gebogene Ledge, um mir was zu bieten. Schaue ich mir das mal an. Na, ihr habt in den Kommentaren immer mal wieder geschrieben, ich soll mir das mal angucken. Na, mache ich das auch selbstverständlich. No Skate Zone, das klingt ja super. Steht dann da jemand oder soll ich das... Hä? Ach, ich habe nichts gedrückt, das kommt automatisch Ladezeit, cool. Yo. Oh, hey man, das Gesicht kenne ich. Was für Nachrichten? Was erzählt der? Ich verstehe kein Wort. Die haben sogar ein Skateboard-Mac über dich geschrieben, hä? Hallo! Das ist wieder so ganz schlecht abgemischt. Die Zwischensequenzen sind ultra leise, aber das Ingame ist total laut. Mich verarschen, ich verstehe kein Wort, Mann. Ich kann. Schau mal, ist das alles komplett oben? Was soll ich da umstellen? Gesamtlautstärke kann ich nicht hochmachen, weil dann. Ja, es ist doch eh schon laut genug eigentlich. Ja, das ist ja völliger Quatsch. Jetzt weiß ich noch nicht mal, was ich machen muss. Autsch. Ach, oder war. Ach, habe ich jetzt nur mit ihm geredet, so, aber die Challenge noch gar nicht angenommen. Ah, okay. Dieser Ledge mal in Klinik gemacht. Kannst du das toppen? Zeig dem Joshua, dass du voll krank drauf bist. Okay. Zeigen wir ihm mal, dass wir voll krank drauf sind. Ein Grind, 400 Punkte. Ja, nein. Das war nicht schlecht, hat nun leider nicht ganz gereicht. Schade, dass ich mich nicht halten konnte. Es hatte gerade um 7 Punkte sind wir gerade gescheitert, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ihr habt auch geschrieben, in den Missionen kann man sich gar nicht verletzen, was der Grund ist, warum ich bei so ziemlich sicken Stürzen nie eine Anzeige kriege. Ich überlege gerade, was für ein Grind ich gerne hätte. Ah, das war jetzt nicht so geil. Deshalb habe ich auch nur so viele Punkte bekommen, weil ich nochmal weggeflippt bin. Ja, das Flip-Foto war ja nochmal ganz cool. Yo, das ist dein Foto. Pass auf. Such dir eins aus. Wenn sie dir nicht gefallen, mach die Herausforderung nochmal. Ja, das passt doch eigentlich, oder? Was soll man da nicht nehmen wollen? Neue spielbare Charaktere, neue Klamotten. Ich versuche mir jetzt auch gleich nochmal umzuziehen. Damit nicht wieder gejammert wird, dass ich die ganze Zeit... Kann ich jetzt auch Trasher-Videos machen? Bleib in einer No-Scale und sammle 1000 Punkte. Was kann daran jetzt so verkehrt sein? Oh nein, hier wollte ich eigentlich nicht starten, aber okay. Schade, da hätte ich nämlich direkt grinden können. Okay, probieren wir es. Ja, ja, fast. Ich brauch definitiv. Und hier irgendwas. Ich brauch hier. Muss eigentlich railen. Ich könnte auch eigentlich hier die Stufen entlang railen. Gib mir mal die Challenge nochmal. Alles klar, Kamera läuft. Und. Action!
komm, da bleib ich echt immer hängen. Na, pass auf, dann machen wir es jetzt anders. Beenden. Mache ich hier den Film an. Weil ich hier besser starten kann. Genau, das meine ich. Nein! Oh, der Start war gut. Der Start war gut, ansonsten war es nicht so, es war. Jo. Na komm schon. Shit! Zu spät gesprungen und mal wieder hängen geblieben. Aber das war nämlich gerade wirklich gar nicht so kacke. Komm, die Challenge will ich jetzt noch schaffen. Hä, warum war die Kamera gerade so... Wann ist die Kamera so komisch? Hä? Warum ist denn die Kamera gerade so komisch? Kann mir das mal einer erklären, warum die Kamera... So will ich die Kamera eigentlich haben. Während des gesamten Spiels, aber auch nur eigentlich. Was zum Teufel ist da passiert? Kann mir das mal bitte ein... Hä, jetzt die Kamera wieder normal. Das muss man nicht verstehen, oder? Und ich soll mir auch die Manuals abgewöhnen, ich weiß, ne, das ist alte Tony Hawk-Krankheit. Aber, weil die Manuals brauchst du nicht, weil du ja Lines hast. Hey, das ist so ein Krampf mit der Kamera. Dieses Arschloch, Mann. Dieses verfluchte Arschloch, jetzt steht's da tatsächlich genau da. Ich kann hier nämlich locker eine 1000er Line machen. Behinderte Seekuh. 3, 2, 1, go! Dann rail ich eben halt da drüben noch weiter. Tausend Punkte jetzt hier in 17 Sekunden. Wenn ich jetzt noch einmal nicht einen Shovel mache und er sich gescheit dreht. Die Line ist... Ja, ich wollte schon sagen. Passt doch. Gut, dann haben wir das ja auch noch geschafft. Na, dann waren wir jetzt heute sogar nochmal richtig erfolgreich. Wir sind im Thrasher-Magazin, nämlich dann auch direkt... Beziehungsweise wir können wahrscheinlich fürs Thrasher-Magazin ein Foto machen. Hey, Mike hier. Ich mache ein paar Fotos für den Thrasher. Komm. Alles klar. Ich komme mal rum. Ich komme mal vorbei. Gucken wir mal gleich mal auf der Karte. $11.000, Mike, wenn das einmal alles so einfach wäre. Thrasher, wo wollen wir das machen? Wo wollen die? Ach, hier vermutlich. Hier machen wir das Foto fürs Magazin. Aber ich werde mich jetzt erstmal umziehen, weil ihr ja immer sagt, wir sehen das Foto gleich. Und wir sehen uns im nächsten Part mit neuen Klamotten wieder.